Schwindelerregende Geschwindigkeiten, ultimativer Adrenalinkick, sensationeller Wasserspaß. Diese Wasserrutschen sind viel mehr als nur kühles Nass. Hier kommt der Adrenalin-Junkie voll auf seine Kosten. In der Therme Leupersdorf wollen Julia Dobernick und Stefan Rucke aus Österreich das spektakulärste Wasserrutschenparadies Europas testen. Zum Aufwärmen nehmen Julia und Stefan die scheinbar leichteste Rutsche. 100 Meter lang, Starthöhe 10 Meter, das ist die Panoramarutsche. Gefälle 10%. Ich glaube, es ist eher eine Familienrutsche, aber für den Anfang, ich würde sagen, wir probieren es einfach einmal aus, oder? Ich fange an. 20 Sekunden dauert der Rutschenspaß für Julia. Sie erreicht eine Rutschengeschwindigkeit von 5 Metern pro Sekunde. Dann ist Stefan dran. Durch sein höheres Körpergewicht liegt Stefan extremer in den Kurven. Er erreicht eine Geschwindigkeit von 18 km/h. Schaut nicht so spektakulär aus. Ist aber dann, wenn man drinnen ist, sehr rasant, speziell zum Schluss, Links-Rechts-Kombination. Also man wird richtig rumgedreht. Teilweise kommt man verkehrt raus oder man dreht sich auf den Rücken und auf den Bauch wieder zurück. Also es ist wirklich sehr lustig. Mal sehen, ob es lustig bleibt. Im Wirbelwind gibt es lange dunkle Strecken mit einem plötzlichen Sprung. Dann stürzt man in einen 9 Meter breiten Trichter, um gleich danach wieder von der dunklen Röhre verschluckt zu werden. Das Ganze aber auf einem Reifen. Jetzt wird spannend für Stefan, denn vor dem Trichter wartet ein Mega-Jump. Für kurze Zeit ist Stefan in der Luft. Er fühlt sich kurz schwerelos und das im Dunkeln. Adrenalin pur. Auch Julia verliert die Orientierung kurz bevor sie in den 9 Meter breiten Trichter schießt. Kurzer Angstmoment, aber Julia hält sich am Reifen fest. Hey, super. Wahnsinn. Hey, super, wirklich eine tolle Rutsche. Vor allem, wenn man runterrutscht, kommt man in so ein schwarzes Loch hinein. Man ist kurz schwerelos, gleich drauf drückt einen in die Schnecke rein. Sehr spannend. Die nächste Rutsche im Test ist die Carrera, eine Wettkampfrutsche mit 2 Bahnen. Auf der 136 Meter langen Rennstrecke kann man gegeneinander wettrutschen. Jetzt treten Julia und Stefan gegeneinander an, auf 2 parallelen Bahnen. Besonderes Highlight, alle 20 Meter wird die Zeit gestoppt. Rote und grüne LEDs zeigen an, wer führt. Als Überraschungseffekt rast man nach einem 360-Grad-Kreisel kurz am Gegner vorbei. Mal sehen, wer vorne liegt, Julia oder Stefan. Vor allem ist es sehr spannend, wenn man auf einmal links einen vorbeihuschen sieht. Man glaubt, es ist das eigene Spiegelbild, aber was der Stefan? Der Spaßfaktor von dem her, dass man nebeneinander, gegeneinander rutscht, dann gewinnt. Der ist doch dann sehr hoch und von dem her durchaus empfehlenswert, die Rutsche. Das Beste kommt bekanntlich zum Schluss, die Fidschi-Pfeilrutsche. Sieht harmlos aus, ist aber verdammt schnell. Bis zu 60 km/h kann man hier erreichen. Nichts für Wasserrutschen-Anfänger. Deshalb genau der krönende Abschluss für unsere Extremtester Julia und Stefan. Am Ende der Röhre erwartet die beiden nämlich ein Sprung. Stefan steigt als Erster ein und hat nur ein Ziel, unter 10 Sekunden zu bleiben. Ja, 9,48. Gute Zeit, würde ich sagen. Julia schießt wie ein Pfeil mit einer Geschwindigkeit von knapp 60 km/h durch die Rutsche. Trotzdem ist sie fast eine halbe Sekunde langsamer. Ich bin auch schon die beste Rutschende, die jemals gerutscht bin. Ja. Mir ist im kompletten Speedwahn. Ist ein super Gefühl. Unbeschreiblich, wirklich. Und so wird selbst der kalte Winter zum heißen Sommerspaß. Juhu, Leute! Schön, dass ihr uns gefunden habt hier auf unserem TAF-Channel. Erzählt doch mal, wie hat euch dieses Video gefallen? Achso, erzählen geht ja hier gar nicht. Ihr müsst hier einen Kommentar hinterlassen. Wir sind so gespannt auf eure Meinung. Und da übrigens könnt ihr auch gleich das nächste Video klicken. Ach was, abonniert einfach gleich den ganzen TAF-Channel. Mich würde es freuen. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss!